Na hallo zusammen, hier ist wieder euch und heute bin ich wieder für euch in Battle for unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren und zwar geht es heute um das Meta-Achievement aus dem neuen Raid-Schlacht von Dazar'alor und da bekommen wir dann auch diesen schicken ja, diesen schicken Flugsaurier hier. Und zwar heißt das Meta-Achievement "Ruhm des Schlachtzüglers" von Dazar'alor, und wir bekommen als Belohnung den Windschnitter von Dazar'alor. Das ist quasi hier unser schickes Flugmount. Und da seht ihr mal nochmal den Mount Special, bevor wir jetzt auf die einzelnen Achievements eingehen. Das ist so ein bisschen hellbläulich mit ein paar Knochen mit hinten dran. Und ja, ist auf jeden Fall eine schicke Geschichte. Das Ganze könnt ihr alles im Normal-Modus erledigen. Könnt es natürlich auch im HC- oder Mythic-Modus machen, aber im Normal ist es am leichtesten und da kommt ihr eigentlich relativ gut an dem Abend durch, sind alle Achievements. Äh, Einigermaßen simpel zu spielen und keine großartigen Movement-Achievements dabei. Ich würde sagen, wir schauen jetzt aber einmal rein und gucken uns die einzelnen Achievements mal ein wenig genauer an. Dann starten wir mit dem ersten Boss, und zwar den Champions des Lichts mit dem Erfolg. Nur keine Hektik und für diesen müssen wir die Champions des Lichts in der Schlacht von der Sahaloa auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir von jedem Kreuzfahrer, von jeder Jüngeren und vom Champion des Lichts drei Schmuckstücke gestohlen haben. Ja, wie funktioniert das jetzt genau? Wir brauchen nämlich als erstes einmal einen Debuff und zwar muss ich den jeder Spieler aus dem Raid einmal besorgen und dazu quatschen wir als Hordler hier mit diesem kleinen Haufen und kriegen dann diesen Jani Debuff. Der sieht genauso aus wie das Symbol quasi vom Achievement. Den sollte jeder haben. Klickt am besten einfach euren Raid auch durch und schaut, ob den jeder hat. Hier ist übrigens nochmal der Horden-Spot, spiel, äh, der Allianz-Spot. Ich spiele ja nur Horde im Moment im Raid und dementsprechend da einmal den Spot als Allianzler auch eingeblendet, dass ihr seht, wo ihr hin müsst. Ja, jetzt starten wir den Bosskampf ganz normal. Ähm, damagen eigentlich bloß großartig auf dem Boss, weil die jetzt die brauchen wir noch. Die drei Ads, die wir beklauen müssen, sind quasi die Jüngerinnen. Da haben wir zwei von da. Und dann haben wir einen Kreuzfahrer, der hier steht. Und ja, der Champion des Lichts ist der Boss, ja. Wenn ihr euch da ein bisschen gerätselt habt. Von den Mobs brauchen wir jeweils drei Schmuckstücke. Ihr könnt die Ads theoretisch auch töten. Ja? Es spawnen neue. Ihr seht, hier unten haben wir gerade Dinos, die auch Spielernamen haben. Es ist nämlich so nach ein paar Sekunden. Wenn die Leute hier diesen ähm, Jani-Debuff haben, werden sie in den Dino verwandelt, haben dann einen Extra-Button, gehen dann an den Mob hin. Ihr seht gerade hier ganz schön an Stern haben wir als ersten Mob Dings, äh, quasi plündern den mit dem Extra-Button und laufen dann zum Haufen zurück. Man hat nur ein kleines Zeitfenster, also es ist hier nicht so, dass man ewig Zeit hat mit dem Dino. Wenn ihr verwandelt werdet, macht euch am besten am Anfang aus, welchen ihr als erstes beklaut, beklaut ihn und... Dann bringt sofort das Schmuckstück zurück. Dann nach ein paar Sekunden werden die nächsten drei quasi wieder in so ein Dino verwandelt. Dann beklaut ihr das nächste Ziel und so weiter, bis ihr alle drei Arten einmal beklaut habt. Wenn ihr jetzt die Ads getötet habt, wartet ihr einfach auf die nächsten Ads bis sie spawnen. Ihr müsst nicht jedes Ad beklauen, sondern nur von jeder Art quasi drei Schmuckstücke höhlen. Ich würde es euch empfehlen, dass ihr das macht wie wir. Das, wir haben angefangen, als erstes den Kreuzfahrer zu beklauen. Die nächsten drei haben dann äh, eine Jüngerin beklaut und am Schluss haben den Boss beklaut und dann haben wir ihn einfach umgeboxt. Mehr ist es nicht. Und ja, ihr seht, da ploppt das Achievement auf. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Solltet ihr noch Fragen haben, dann einfach unten in die Kommentare rein. Ja. Dann kommen wir zum zweiten Boss und zwar zu Gong mit dem Erfolg. Macht doch kein Fass auf! Und für diesen müssen wir Gong in der Schlacht um Alor auf dem Schwierigkeitsgrad Normal oder höher bezwingen, nachdem wir sechs Fässer zerstört haben. Als allererstes müssen wir nämlich sechs Fässer herbringen und ihr seht schon hier tragen die Verbündeten die um die Ecke. Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass sie irgendwo da hinten liegen. Nein, die liegen direkt an der Treppe quasi. Wo man zu ihm hochgeht und das ist auch bei der Allianz so. Ne? Also auch bei der Allianz habt ihr sie direkt an der Treppe liegen, da habt ihr ja einen bisschen anderen Raum, weil ihr ja Horde und Allianz quasi ähm, ja, die Schlacht von Dazar'alor ein wenig anders erleben. Gut, sobald ihr nämlich die Fässer zusammengesammelt habt, könnt ihr sie, ähm, ja, ihr könnt sie aufnehmen, ablegen, wo ihr wollt. Die sind nämlich relativ wichtig, denn mittels dieser Fässer spielen wir das Achievement. Gong muss die Fässer zerstören und wie machen wir das? Gong hat nämlich eine Fähigkeit, die ihr meistens auf Milis einsetzt und dann, äh, ja, hinterlässt die eine Voltzone und diese Voltzone geht nach 1-2 Sekunden ähm, hoch und verursacht Schaden und zerstört auch zusätzlich diese Fässer. Jetzt gibt es hier verschiedene Taktiken, die ihr spielen könnt. Es gibt eine Taktik, dass man die Fässer hier im Raum ein bisschen verteilt, dann die einzelnen Leute nach und nach auf diese Positionen gehen, um damit diese Fässer zu triggern und hochzujagen. Denn, warum sollte man das vielleicht einzeln machen? Der Boss bekommt einen Damage-Buff, ich glaube 20% oder sowas um den Dreh rum, müssten es sein, dass er mehr Schaden macht, sobald er quasi so ein Fass zerstört hat. Die zweite Taktik, die wir hier fahren werden, was ihr gerade seht, wir stellen die ganzen Fässer komplett zusammen. Hier nochmal einmal nach unten gelaufen, dort unten um die, um die Ecke liegen quasi die Fässer. Unsere Taktik besteht darin, alle Fässer auf einen Spot zu legen und ganz am Ende, wenn wir Gong auf ja, so etwa 5% runtergenudelt haben, dementsprechend uns da hinzustellen, alle zusammen, dann geht auf jeden Fall der, ja, diese Voltfläche dort drauf. Es jagt. Das Hochgonk hat dann 5, 6 Buffs. Sechs Fässer waren sechs Bars gleichzeitig, so 120% mehr Damage. Ist aber egal, weil wir dann innerhalb von ein paar Sekunden umhauen werden. Das war unsere Taktik. Ähm, ihr werdet gleich sehen, ob die großartig funktioniert hat. Wir ziehen hier den Boss rüber. Ein paar Prozent hat er noch. 9% sind es jetzt noch. Und wir stellen uns quasi hier drauf. Und jetzt äh, seht ihr, rennt die komplette Gruppe hier hin, dass auf jeden Fall die Void-Fläche da, dort auch abgelegt wird. Und ihr seht, dort haben wir die Void-Fläche. Wir rennen da jetzt raus und der Boss hat hier einen Haufen Stacks. Ja, und der haut jetzt richtig, richtig äh, gut zu, ist aber egal, weil er nur noch ein paar Prozent hat. Und ja, wir ziehen quasi alles und hauen ihn jetzt damit um. Am besten spart ihr euch vielleicht HT auch auf, wenn ihr so spielt wie wir. Ihr habt gesehen, äh, wenn die Tanks CDs ziehen, ist das auch kein Problem. Vor allem, wenn ihr es im Normal Mode macht, da haut er allgemein nicht so sehr zu. Ja, dann kommen wir zum dritten Boss und zwar zu den Jadefeuermeistern und dem Erfolg. Schlafender Drache und für diesen müssen wir ein Wolkenschlangen Ei während der Begegnung mit den Yale Feuermeistern in der Schlacht von Dassalo auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher ausbrüten. Und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt mal. Wir gehen als erstes her und pullen hier einmal den Boss und fokussen komplett den Feuermage. Normalerweise macht man ja als allererstes immer den Monk, aber hier in dem Fall den Feuermage. Denn wir müssen ein Ei aufheben und das darf möglichst keinen Feuerschaden kriegen. Und deswegen werden wir es erst aufheben, wenn wir hier diese Bomben gemacht haben. Bei 30 Energie kommen quasi hier diese Bömmchen, die hauen wir um und hinten habt ihr schon dieses grüne Mark gesehen und dort ist ein Ei, das unsichtbar ist. Das kann man auch schon am Anfang aufheben, also bevor quasi man den Kampf startet, ist aber nicht empfehlenswert, weil wenn eine Bombe hochgeht, zerstört das das Ei und damit ist das Achievement einmal gefällt. Und ihr seht, wir haben jetzt quasi gerade alle Eier zerstört. Unser DH, der gleitet dahinter ähm, zum grünen Mark, da legt das Ei, hebt das auf. Und ab jetzt darf er möglichst keinen Feuerschaden kriegen, sonst wird das Ei einmal gebrochen. Heißt, er muss jetzt gucken, dass er ähm, ja, von nichts erwischt wird. Ähm, wichtig für euch zu wissen: der Tank-Debuff ist auch Feuerschaden. Wenn er ausläuft, bekommen wir den alle. Das zählt nicht rein, das ist kein Problem. Schaut einfach, dass ihr den Mage hier runterfokust. Das Ei müsst ihr auf jeden Fall aufheben, bevor die 60 Energie erreicht haben. Also diese Phase hier, wenn man zusammengeportet wird. Und da gibt es ja auch diese Einschläge, davon darf man sich auf keinen Fall erwischen lassen, wenn man das Ei trägt. Wenn ihr das Ei nicht aufgehoben habt, bis zu dieser Phase gibt es einen Phönixschlag und das Ei wird zerstört und ihr habt verkackt. Ja? Ihr könnt, wenn ihr euch sicher seid, wenn die Bomben schnell genug macht, auch das Eigeladen am Anfang aufheben. Es ist halt ein zusätzlicher Risikofaktor. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, es ein bisschen safe zu spielen. Ja? Dann spielt ihr hier einfach ganz normal ähm, quasi hier diese Wand und fokuss den Feuermage runter. Ich kann jetzt hier auch noch mal kurz einblenden, wo ihr das Ei auf der Lernseite findet. Da hat man ja eine ein bisschen andere Arena und quasi ähm, sieht es da ein, ein bisschen anders aus mit, äh, mit den Räumlichkeiten. Deswegen hier noch mal die Einblendung. Wichtig ist dann, sobald ihr den Feuermage einmal ähm, runtergenugt habt, dass ihr dann ähm, ja schaut, dass ihr den Breath von der ja, von der Monkschlange quasi einmal über das Ei drüber haut. Wir hatten gedacht, dass dort dann was passiert. Also sprich, dass dann ein Ei schlüpft und ein Drache rauskommt oder irgendwas, eine irgendeine Animation. Das passiert nicht, deswegen haben wir sicherheitsweise zwei, dreimal drauf breffen lassen. Es passiert einfach gar nichts. Das Ei schlüpft auch nicht anders, als man es erwarten würde, wie es im Achievement steht. Also man muss quasi einfach einmal drauf breathen lassen. Vielleicht macht es wie wir ein, zwei Mal, den Breath draufhauen und äh, dann haut ihr den Boss um. Ja. Also wir haben zumindest an dem Ei nichts feststellen können, dass sich es verändert. Aber wie ihr seht, bei uns hat es geklappt. Achievement ist aufgeploppt. Und ja, dann kommen wir zum vierten Boss. Und zwar zu Opulenz und dem Erfolg. Erfolg preist die Sonnenblume. Und für dieses Achievement müssen wir die Opulenz in der Schlacht von Dazar Lor auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen. Nachdem wir eine singende Sonnenblume gepriesen haben, während wir den Effekt strahlende Aura. Auf uns haben. Wie funktioniert das prinzipiell? Erstmal spielt ihr den Boss hier ganz normal, bis ihr in diesen schicken Raum hier kommt, wo man sich die Steinchen, diese Edelsteine aufsammeln kann. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ein paar Spieler zumindest den Topasen sich nehmen. Das ist der gelbe Stein und ihr seht schon, hier hinten in der Ecke stehen ein paar Spieler, die haben sich diesen gelben Stein genommen und die stapeln jetzt einen Stack hoch. Und zwar ähm, stapeln sich die den Stack hoch bis auf 100. Gütige Strahlen heißt es. Und wenn sie das oben haben, dann ähm, ist es so, dass andere Spieler oder sie in andere Spieler reinlaufen können und quasi einen weiteren Buff geben, und zwar Strahlende Aura. Für die Gütigen Strahlen müssen die Spieler erstmal ähm, quasi alleine stehen, um sich das hochzustecken. Und sobald sie hochgesteckt sind auf 100, ähm, kriegen, geben sie quasi Strahlende Aura, die eure Crit-Wertung... Und alle anderen Spieler außenrum um 100%ig erhöht. Das ist die normale Spielmechanik, aber hier brauchen wir quasi diese strahlende Aura auch für äh, unser Achievement. Wir brauchen zusätzlich neben dieser Aura noch ein Pad und zwar eine schicke Sonnenblume. Und die, diese Sonnenblume schimpft sich, äh, jetzt muss ich nochmal gucken, singende Sonnenblume und die bekommen wir bei dem Plants vs. Zombie Event im Hügelland oben. Ja? Und ähm, wer das noch nicht gespielt hat, ich habe da auch mal ein Video zum gemacht. Wichtig ist bloß, dass die nur ein einziger Spieler theoretisch aus der Gruppe braucht. Im Normalfall haben, hat der ein oder andere Achievement Hunter auch diese Blume. Ich glaube, das gab es auch Heldentaten. Also das Ding haben doch viele Leute. Bei uns im Raid hatten es irgendwie 5, 6 Leute. Ja, einschließlich mir. Genau, also das Pad braucht ihr. Und dann ist es so, dass ihr einfach ja, hier diese ähm, zwei Roboter killt, ne, diese zwei Wächter, zum Boss lauft. Und dann erstmal die Leute, die quasi ähm, den Topasen genommen haben, sich hochstecken. Der Rest spielt den Boss einfach ganz normal. Ihr müsst eigentlich nichts Großartiges anderes spielen. Das ist ein Personal Achievement. Also jeder muss es selber machen. Und äh, man kann es auch verkacken. Bei uns war es auch so, dass ein Spieler es verkackt hatte. Der war nicht aufmerksam und hat nicht äh, quasi gepriesen. So, wir laufen jetzt zusammen. Und äh, ihr seht, jetzt habe ich diesen gelben Buff in der Leiste, ich nehme die Sonnenblume in die Dings und mache äh, Slash Preisen. Ich habe mir vorher schon ein Makro gemacht, das spamme ich einfach die ganze Zeit. Ihr müsst es nur einmal machen, ich habe es aus Sicherheitsgründen gespammt. Ihr, ihr kommt hier sicher mehrfach zusammen und könnt mehrfach auch das machen. Wie gesagt, das kann man bei jedem Kill mitnehmen und bei jedem, sogar Mythic-Modus kann man das machen, weil man einfach nur das Pet rausholen muss und das Preisen, weil den Buff... Spielt man im Normalfall eh, weil es sinnig ist, sich den 100% Crit-Buff zu holen. Ja, mehr ist es nicht. Jetzt haut ihr einfach nur noch den Boss um und sobald ihr das getan habt, ploppt wie bei uns hier das Achievement auf. Beziehungsweise bei mir, wie gesagt, ein Spieler, Delekan, hat es verkackt. Ja, der hat ihn nicht gekriegt. Und ja, aber das kann man wie gesagt bei jedem Mal nochmal nachholen. Dann kommen wir zum fünften Boss und zwar zur Konklave der Auserwählten und dem Erfolg. Erfolg Dino-Sitting. Und für diesen müssen wir die Konklave der Auserwählten in der Schlacht von Dazar auf den Fähigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, ohne dass ihr alle Raptoren tötet, die zu Beginn von Gongs Zorn beschworen werden. Und was sind das für Raptoren, wenn wir hier den Kampf anfangen? Übrigens, die Reihenfolge ist egal, wie ihr die umboxt. Ja, wir machen, fangen hier halt mit Gong an, aber das ist, wo steht erst am Anfang immer da. Ja? Ihr seht, hier haben wir gerade Gongs Zorn, das sind die Raptoren, die getriggert werden. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr schnell einen markt. Und diese einige Markte, bei uns ist das in dem Fall grün, den kicke ich jetzt auch nochmal nach außen. Der darf nämlich hier nicht weggeklieft werden. Den damagen wir gar nicht. Der muss überleben. Alle anderen Raptoren werden hier sofort weggefokust und man spielt eigentlich den Kampf relativ normal runter. Dieser eine Raptor wird die ganze Zeit außen gekaltet und da wird auf jeden Fall kein Schaden drauf gemacht. Ihr solltet das Achievement hier auf jeden Fall im Normal-Modus spielen. Warum im Normal-Modus? Ab dem heroischen Modus kriegen diese Raptoren weitere Fähigkeiten und zwar, wenn sie zusammenlaufen, dann werden sie teilweise CC-immun und sie haben dann noch einen Move-in-Speed und ja, das wollen wir nicht. Ja? Im Normal haben sie das alles nicht, im Normal verfolgen sie nur einen Spieler, das switcht zwar trotzdem, alle holen mal, aber es macht es auf jeden Fall wesentlich einfacher ohne die zusätzlichen Fähigkeiten. Das Schwierige hier an der ganzen Geschichte ist, dass man. Nicht versehentlich wegklief diese Dinos ne? oder diesen Dino, den einen, den man am Leben lässt. Vor allem, wo, wo ihr gerade gesehen habt, als wir zusammengelaufen sind hier beim, bei der Parko-Fähigkeit, da ist es am besten, wenn der eine Spieler mit dem Dino außen rumläuft oder man es so macht, dass man ähm, ja, dass er mit reinläuft und andere wie ich zum Beispiel als Druid äh, mit einem Typhoon knockbacken oder ein Monk hat ja auch diesen Ring, wo der Dino weggenockbackt wird, weil wenn der Boss da quasi mit drin steht, hat jede Klasse irgendwo einen Cleave oder einen Azerid-Proc, der auf den Dino haut, und das ist suboptimal. Ja? Der hat relativ wenig Leben hier, vor allem im Normal-Modus, und der ist ziemlich schnell tot. Deswegen am besten die Bosse in die Mitte, den Dino außen kiten und immer ein bisschen gucken nach den Switches, dass man auch sofort den Dino wieder nach außen bringt. Was euch helfen kann, man kann den Dino stunnen, man kann ihn. Auch ein bisschen slowen, beziehungsweise wie gesagt auch mit Knockback-Effekten von einem Fernhalten. Sonst ist es eigentlich nichts weiteres, sonst spielt man den Kampf einfach ganz normal runter. Muss eigentlich nicht viel beachten. Wichtig ist, es kommen neue Dinos, deswegen solltet ihr auf jeden Fall den alten einmal marken. Die zählen nämlich nicht fürs Achievement. Die neuen, die spawnen, die solltet ihr schnell möglichst wieder weghauen. Und äh, dann einfach den Boss ganz normal runterspielen. Und wie ihr hier bei mir gerade seht, äh, ist bei uns das Achievement jetzt aufgeploppt. Der Dino ja, ist schon relativ low gewesen am Ende noch. Aber Achievement hat gezählt. Wunderbar. Und ja, dann kommen wir zum äh, sechsten Boss. Und zwar zu König Rastakan und dem Erfolg. Die Geister, die ich rief. Und für diesen müssen wir König Rastakan auf dem Fähigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, während sämtliche Phantome noch am Leben sind. Und ihr seht schon, wir sind mitten im Fight und zwar beginnt jetzt hier gerade die dritte Phase, also sprich, ähm, ja, die Leute sind einerseits unten bei Bonsandi und ähm, die eine Hälfte ist hier noch oben bei Rastakan. und es sind hier auch gerade die Phantome gespawnt. Das sind nämlich die Mobs, die man am Anfang umgeklatscht hat, aber dann nochmal als Phantome hier quasi in der dritten Phase einmal dazu spawnen. Zwei Sachen kann ich euch sagen, die wichtig sind. Ja? Erstens, die dürft ihr nicht umklatschen, deswegen da kein Schaden drauf. Und das Zweite ähm, ist die Geschichte, wir hatten das beim ersten Pull so gemacht, dass ich die möglichst weit weggetankt habe. Sprich da ganz oben beim Thron. Da ist uns der Boss gesettet. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich sie oben getankt habe. Wir haben uns dann dazu entschieden, die einfach hier in der Mitte vom Raum zu tanken. König Rasterkan da ganz nach hinten. Und jetzt muss einfach ein Tank die quasi oft tanken und der andere Tank einfach drüben äh, ja, Rasterkan tanken und dem, dementsprechend dann so nach und nach äh, runter nuken. Mehr ist es eigentlich nicht. Ne? Ähm man muss unten Bonsandi nicht tanken. Theoretisch kann man es mit drei Tanks spielen, dass man einen Tank runterschickt, aber Bonsandi braucht man unten nicht tanken. Von dem her ist es egal in der, in der zweiten Phase. Also kann man das hier ganz normal mit zwei Tanks spielen. Ihr müsst bloß ein bisschen aufpassen, wenn ihr euren Tank relativ weit wegstellt. Ein bisschen Schaden machen die jetzt schon. Also solltet ihr da vielleicht gucken, dass ihr einen Heiler noch mit abstellt. Aber mehr ist es nicht, außer. Einfach Boss umnuken und Phantome auftanken. Ja, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ihr seht, bei uns ist gerade noch das Achievement aufgeploppt. Dann kommen wir zum siebten Boss und zwar zu Hochtüftler Mechadrill und dem Erfolg. Es hat sich ausgeblinkt und für diesen müssen wir Hochtüftler Mechadrill in der Schlacht von ralor auf dem Fähigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir den Blinktron Mk2 besiegt haben. Und wie kriegen wir den Blinktron Mk2 hin? Wir müssen einmal einen Blinktron 4000 stellen, den haben wir hier schon stehen. Und ähm, ja, dann quasi den Boss pullen, was wir gerade tun. Und jetzt, ein paar Sekunden nachdem der Boss gekillt wurde, hat hier dann jemand einen zweiten Blinktron gestellt und zwar den 5000er Blinktron. Und ihr seht, die kämpfen hier gegeneinander. Ja? Und da der 5000er besser ist als der 4000er, killt der äh, 5000er den 4000er. Und ja, dann passiert erstmal kurz nichts. Und jetzt seht ihr, spawnt an der Stelle dann der Blinktron MK2. Und der hat ein paar lustige Fähigkeiten. Der macht hier so einen Hit um sich rum, wo man am besten nicht drinstehen sollte. Macht aber jetzt im Normal auch nicht sonderlich viel Schaden. Macht hier Casts, die man interrupten kann und eigentlich, ehrlich gesagt, kann er nicht viel. Und den burstet man einfach um. Und sobald man den umgeburstet hat, ist, ist der Kampf genauso, wie er sonst im Normal-Modus auch ist. Also da kommt nichts anderes hinzu, muss ihn einfach runterspielen. Die, die einzige, vielleicht ein wenige Schwierigkeit ist. Ähm, ihr solltet den Boss dann am besten auch packen. Denn diese Blinktron sind mittlerweile, ich glaube, einer ist ein Toy, der andere noch ein Item. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben die ziemlich lange Abklingzeit. Vier Stunden, meinte der eine, der den gestellt hat. Und äh, ihr braucht halt am besten zwei Injis, die diese Dinger stellen können. Ja? Und wenn ihr den Boss danach verkackt. Habt ihr halt vier Stunden Cooldown. Wenn ihr noch zwei Injis habt, gut, aber ne, also dementsprechend, das ist so vielleicht die einzige Schwierigkeit in der Geschichte, ihr solltet halt den Kampf danach nicht verkacken. Sonst ist hier eigentlich keine Schwierigkeit mehr. Also wenn ihr den, wenn ihr in der Lage seid, den Kampf normal zu bestreiten, äh, solltet ihr ihn eigentlich aufs erste Mal auch schaffen und dann auch kein Problem mit dem Blinktron, mit den Blinktrons haben. Ja. Das war's eigentlich schon. Zu den Fähigkeiten vom Boss brauche ich nichts sagen. Ich denke mal, die müsst ihr erkennen, wenn ihr die Achievements angeht. Ihr seht hier, bei uns ist das Achievement aufgeploppt. Ähm. Ihr braucht übrigens äh, das alte das alte Inji, weil ich konnte hier keinen stellen. Ich glaube, Trainer Inji ist eins, was man braucht und Legion Inji. Also ihr braucht da das alte Zeug, aber ich glaube auch, um zum Stellen nur Skill 1, ne? also man kann es auch schnell lernen. Ich hatte jetzt hier nur das BFA Ingi, deswegen ähm, konnte ich auch keinen Blinktron stellen. Das nur so am Rande. Dann kommen wir zum achten Boss und zwar zur Sturmblockade und dem Erfolg. Der Loa aus der Tiefe. Und für diesen müssen wir die Sturmblockade auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir den Loa aus der Tiefe geangelt haben. Und wie funktioniert das? Wir schicken die Leute erstmal auf die Boote und ähm, starten den Kampf. Und dann klicken wir diesen kleinen Pool an, den ich eben angeklickt habe. Und zwar muss das ein Spieler machen, der quasi nicht auf dem Boden mitkämpft. Wir haben das jetzt hier einfach mal mit drei Tanks gespielt, dass ich euch das zeigen kann, wie das mit dem Achievement funktioniert. Ihr braucht aber keine drei Tanks, also keine Sorge. Ähm, wichtig ist dann, dass ihr einen Cast unten kriegt und zwar läuft ja 120 Sekunden und der Cast muss auch komplett durchgehen und ihr müsst hier verschiedene Movement-Aufgaben erfüllen. Ihr seht schon, ich wurde am Anfang einmal zurückgezogen, da muss man gegenlaufen. Ähm, jetzt das zweite Movement, die zweite Movement-Geschichte ist quasi diesen Kreisen auszuweichen, da einfach ein bisschen im Kreis laufen, ist eigentlich auch relativ simpel, kann nicht sonderlich viel passieren. Und das dritte ist dann, es kommen so Wellen, die kicken einen zurück. Und man muss dementsprechend gegen anlaufen, dass man nicht hier runtergekickt wird. Und da kommen die Wellen. Das Ganze ähm, kommt quasi alles zweimal und ist eigentlich alles nicht sonderlich dramatisch. Ja? Bei den Wellen nicht versuchen, links, rechts irgendwie zu, auszuweichen, dann wird man schneller runtergekickt. Einfach sich treffen lassen und gegenlaufen ist die einfachste Variante. Wenn ihr Eigenheileffekte habt, könnt ihr die einsetzen. Äh, bricht den Cast nicht ab. Nochmal darauf zurückzukommen, dass der Cast durchlaufen muss. Der Cast wird unterbrochen, wenn beide Bosse auf den Schiffen down sind. Also, sprich, wenn ihr zu schnell auf den Schiffen seid. Ähm, ja, habt das verkackt. Deswegen macht am besten dann einen Damage-Stop kurz bevor die down sind. So bei 5% bei beiden würde ich raten. Denn ihr solltet relativ schnell, nachdem der Cast hier äh, durch ist, hier angekommen sein. Denn sobald äh, ja, dieser Lohr aus den Tiefen kommt, sollte auch die komplette Mannschaft hier sein. Denn man muss bei dem ein bisschen interrupten. Und sonst wird man nämlich von der Plattform gekickt und dann ist relativ schnell ein Vibe und äh, Feierabend. Das Achievement ist hier eins der schwierigeren in der Instanz, wobei auch nicht krass schwierig, aber naja, die Instanz hat relativ leichte Achievements. Vielleicht zur Info, man da muss hier auf dem viereckigen Platz bleiben, darf nicht in diese längliche ähm, ja, in diesem länglichen Teil laufen, wo man hergekommen ist, sondern wirklich in diesem Viereck zwischen diesen Fackeln, sonst bricht der Cast dementsprechend auch ab. Und ihr seht schon, jetzt ähm, haben wir hier den Loa aus der Tiefe und ich habe ihn gestunt bei dem ersten Cast, denn die Casts von ihm kann man nicht interrupten, nicht mit Kicks interrupten, sondern nur mit CC-Effekten, heißt mit Stunts, mit einem Desorientieren, mit einem Blinden und solchen Sachen kann man ihn äh, kurz rausnehmen und dementsprechend seine Casts äh, unterbrechen damit. Ja, das ist zum Beispiel das erste Wichtige, was hier in der zweiten Phase relevant ist. Er hat eigentlich nur zwei Fähigkeiten. Ja, einmal so ein Breath, den er raushaut. Der muss auf jeden Fall interrupted werden. Hier, da haben wir diesen Hypro Hydroschlag. Und das Ding heißt. Und das Zweite, was er hat, ist so ein Ransaugen. Ja. Die Geschichte ist, man, man kann mit dem Schurken hier nahezu mit den Punkten Stunts aufbauen, mit Blinden und so ihm fast alle von seinen Breaths interrupten. Das Problem ist, man hat irgendwann DR, wenn man auch das Ransaugen quasi interruptet. Deswegen haben wir uns äh, dazu entschieden, hier seht ihr dieses Ransaugen gerade, dass wir das einfach gegenlaufen. Und mit dem Schurken den kompletten Rest äh, interrupten lassen. Ab und an muss einer rein mal irgendeinen CC setzen, aber wenn ihr einen Schurken habt, könnt ihr ihm quasi das fast äh, selbstständig machen lassen und könnt einfach ganz normal den Kampf weiterspielen. Sollte was durchkommen, solltet ihr ein bisschen aufpassen. Er breft quasi dann einen Random-Spieler an mit einer ja, Cleave-Range quasi und. Ähm, kickt ihn dann auf die andere Seite runter von der Plattform und dann stirbt man ja instant. Also da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Sollte was durchkommen, vielleicht ein bisschen absprechen oder wenn ein CC fehlt, sich da dementsprechend absprechen, dass jemand noch reinkickt. Solltet ihr ja keinen Schurken haben, ähm, ja, wird das vielleicht eine knackige Angelegenheit für euch. Dann solltet ihr euch vielleicht eine stun roter oder eine cc roter überlegen, wie ihr den rausnehmt, weil den, den Breath zu dodgen ist ähm, relativ schwierig. Also... Ähm, das das würde ich nicht spielen. Ja? Also da würde ich lieber gucken, dass man es immer durchzieht. Gut, ja, das ist eigentlich alles Relevante, was ihr wissen müsst. Wie gesagt, ein Spieler am Anfang abstellen, der muss ein bisschen move und auf keinen Fall die Bosse drüben töten, bevor nicht äh, ja, hier der Cast durchgelaufen ist. Sonst äh, ja, wird er abgebrochen und ihr könnt eigentlich resetten, wenn ihr das Achievement machen wollt. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon so weit durch mit dem Achievement. Ähm. Ihr seht bei mir gerade, das ist aufgeploppt. Wir haben es jetzt hier nach ein paar Tries. Wir mussten ein paar Sachen rausfinden, äh, ja, bekommen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Erfolg hier wie ich bei dem Ganzen. Dann kommen wir zum neunten letzten Boss und zwar zu Lady Chainer Prachtmeer und dem Erfolg. Nicht ohne meinen Schneemann und für diesen müssen wir Lady Chainer Prachtmeer in der Schlacht von Dazar auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir einen frostigen Schneemann gebaut und wieder zerstört haben. Ja, was müssen wir genau machen? Wir müssen erstmal die erste Phase einfach ganz normal runterspielen und kurz bevor wir auf 60% kommen, uns alle schön ins Feuer stellen, dass unser Stack hier auf null ist. Denn wir werden die zweite Phase, wo das Ganze jetzt stattfinden wird, ein bisschen länger spielen. Und zwar im speziellen diese Frostphase ne, oder diese Nebelphase hier in der, äh, in der Zwischenzeit. Und zwar ist es hier so, dass wir Chainer nicht interrupten dürfen. Deswegen kriegen wir da auch ein paar mehr Stacks. Und wir jetzt hier so Frostpfützen suchen müssen. Und zwar sind das drei an der Zahl: Das sind so kleine weiße Flächen auf dem Boden. In die wir reinlaufen müssen, wenn ihr da reinlauft, bekommt ihr einen Debuff. Wenn ihr dann aber gefroren werdet, also wenn ihr zum Beispiel in diese Kugeln lauft oder zu viele Stacks habt, ähm, dann ist dieser Debuff wieder weg, also sprich, ihr müsst die Pfützen aufsammeln, drei Spieler, sprecht euch da am TS ab, wenn ihr alle drei habt. Dann den Boss interrupten. Dann schauen, dass keiner von diesen drei Spielern gefroren wird. Oder durch zum Beispiel den Strahl, wie hier jetzt Leute gefroren wurden, das darf nicht passieren. Ja. Und dementsprechend, äh, dann müssen diese drei Spieler, die diese Fläche äh, gesorgt haben und den Debuff noch haben, zusammenlaufen. Dann entsteht hier so ein äh, Schneemann. Ihr seht hier vor mir ist genau dieser Schneemann. Und der muss aber auch noch in der Nähe von dem Fass entstehen. Also die Spieler dürfen erst zusammenlaufen, wenn sie in der Nähe von dem Fass sind. Schneemann gebaut, ist jetzt an der Stelle abgehakt. Jetzt müssen wir noch hochjagen. Und zwar, ich sehe diese Beschüsse, die muss man ja schon, wenn man den Kampf ganz normal spielt, auf die Fässer ablegen. Das machen wir hier auch. Ja. Legen sie quasi auf die Fässer ab. Und ähm, dann ähm, ja, ist es so, dass man das Fass runterhaut und dann hat man hier diese Feuerfläche, beziehungsweise nach einer Zeit explodiert das Fass. Und wenn der Schneemann dann in dem Explo-Bereich drinsteht, wird er dadurch zerstört und man hat die Voraussetzungen fürs Achievement erfüllt. Ja? Das ist ehrlich gesagt dann nicht mehr schwierig, ihn hochzujagen. Ja? Und dann muss man quasi jetzt noch Chainer umhauen. Das Schwierige an der Geschichte ist eher in der Frostphase. Ähm, so auszuschwärmen, dass man die drei äh, ja, Frostflächen findet und die dann äh, zusammen quasi dann den Boss interruptet und zusammenläuft und den Schneemann richtig platziert. Das ist so ein bisschen das Schwierige, braucht ein bisschen Koordination, braucht wahrscheinlich auch bei euch eins for tries. Ich weiß nicht, wie viel wir gebraucht haben, wahrscheinlich ein paar mehr, ja. Und ja, dann, wie gesagt, einfach nur den Boss runterspielen, aber das sollte ja dann nicht mehr das Problem sein. Ich zeige euch jetzt hier nochmal kurz, wie die Fläche aussieht. Mal hier eine kurze Einblendung, dass ihr ähm, seht. Also, es ist relativ unscheinbar, vor allem in dem Nebel sieht man es relativ schlecht, aber diese kleine weiße Fläche, die müsst ihr soaken. Und wie gesagt, dann solltet ihr nicht äh, in den Block kommen, sonst ist der Debuff halt dementsprechend äh, wieder weg und ja, ihr könnt den Boss eigentlich dann. Äh, Hard resetten heißt, sterben und so quasi nochmal versuchen, bis ihr, es, bis ihr es halt hinkriegt. Ja, hier seht ihr jetzt noch unseren Kill quasi. Da ploppt einmal das Achievement auf. Ja, und damit äh, auch das Meta-Achievement bei uns war natürlich jetzt auch der letzte Boss, der uns gefehlt hatte. Und dann auch gibt es noch ein schickes Mount zum Ende. Ich hoffe, die Achievement Guides haben euch ein wenig weitergeholfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung gibt. Und wenn ihr ja mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!